Schwere Unwetter im Südosten der USA haben mindestens zwei Menschen das Leben gekostet. Über die Stadt Adairsville im Bundesstaat Georgia fegte ein Tornado hinweg, der streckenweise eine Geschwindigkeit von mehr als 160 Stundenkilometern erreichte. Tausende Haushalte waren zeitweise ohne Strom. Eine Frau erlebte den kurzen Schock in der Bar, in der sie arbeitet. Sie sagt, es dauerte so ungefähr 20 Sekunden. Wir brachten uns in Sicherheit, dann war es auch schon wieder vorbei. Der LKW-Fahrer beschreibt, wie er sein schweres Fahrzeug umgekippt vorfand. Zum Glück sei niemand verletzt worden, auch nicht sein Hund, der im Fahrerhaus saß. Auch im US-Bundesstaat Tennessee kam es zu schweren Sturmschäden. Nach Berechnungen der Meteorologen könnte sich der für Januar ungewöhnlich starke Sturm Richtung Osten bewegen. Das heißt, auf New York und Florida zu.